Ja, servus Leute, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ja, lang wo nichts mehr von mir zu hören. Ich habe mich schon länger nicht mehr gemeldet. Leider ist es recht windig. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, was ich rede. Ja, ihr seht mein Auto steht da oben. Ich bin in Bad Speich draußen auf dem Feld, wo der Horben drin ist. Ja, und ich zeige euch einmal, wie es ausschaut. Ja, was soll ich sagen? Da sieht es eigentlich am Mosen grün aus, da ist eine ganz cooler Stelle drin. Und da raufwärts, ja, da vorne, da gibt es wieder. Und da ist auch ziemlich trocken, also der Boden. Wir haben jetzt endlich Regen gehabt. Und man sieht schon, es ist jetzt da feucht, tatsächlich. Endlich. Aber der Regen, ja, hat halt ewig auf sich warten lassen, deswegen ist da noch nichts. Jetzt hoffen wir, dass es getragen heim, jetzt hoffen wir, dass es aufgeht und wir hoffen, dass es noch ein bisschen regnet. Bislang haben wir 8 Liter gehabt. Na, jetzt könnten es 9 sein, weil halt früher hat es geregnet. Ich glaube, es war nochmal ein Liter. Also wir haben 9 Liter Regen gehabt. Und jetzt ist zu hoffen, dass endlich einmal das Getreide wächst. Also ich wollte euch einmal den Horben zeigen, so schaut er aus. Das ist der Horben. Ja, schauen wir halt einmal, wenn wir sehen. Und warum war so lange nichts mehr von mir zu hören? Ja, ist ganz einfach. Es war einfach nichts zu filmen, es war einfach nichts los und ich habe ein bisschen Stress gehabt. Da oder andere war es, dass die Anna saukrank war. Oder immer noch, ja, ein bisschen krank ist. Und da bin ich rumgerannt. Das war ein wenig Stress. Und ja, arbeitstechnisch bin ich auch immer gut eingespannt. Also ist auch gut, was sie da. Und daheim, ja, immer wieder das Ausmisten. Und der Motor ein wenig und dann ein wenig. Das ist halt, ja, braucht man nicht viel mehr. So muss man so. Und dann habe ich. Das letzte Wochenende, nach vorletztes Wochenende, habe ich Freitag, Samstag, Sonntag ich Pizza gebacken. Da haben wir so viel Pizza da gehabt. Hat es hier noch Pizza gegeben? Mensch, das ist ein Wind. Ja. Und da war dann auch keine Zeit, was zu filmen. Ja. Und jetzt war ich gerade unterwegs. Ich war in Stadt Starnich. Jetzt, wenn sich eine fragt, was macht denn die Stadt Starnich? Ja, ich war in der Kunstmühle. Ich habe mir in der Kunstmühle Mehl geholt. Ich möchte daheim mal ein schönes Bauernbrot backen. Und nicht immer ewig die blöden kleinen Bäckler da vom Supermarkt, das ist nämlich scheiße. Sondern haben wir richtig am Eng. Typ 55 Weizenmehl, Typ 11,50 Roggenmehl, 2x25 Kilo. Da geht was. Ja, war der Bauernbrot. Schauen wir mal, ob es was wird. Ja, wir fahren jetzt daheim, seitwärts und laden aus und dann brauchen wir das Auto schon wieder, müssen wir schon wieder weiter. Ja, der Auto morgens. Einmal einsteigen und auf geht's.
finden wir jetzt einen Hochpropeller. Ja, die sind getauscht worden und gut ist die Sache. Geschaltet wird er, fährt wird er. Ja, heute habe ich ein wenig Lohn geackert, wenn ich es so nennen will. Bei einem Bekannten im Garten 100 Quadratmeter ein wenig rumgekommen. Mal mit Bagger auf dem Rohr, dann wird verdichtet worden, ist mit LKW und. Da hat er gesagt, das sollen wir mal ein wenig aufweisen. Und noch am Flug. Ja, das haben wir gemacht. Ja. Wo war ich bei Erwin? Das konnte ich aber nicht viel machen. Leider. Sagt wohl in einem Privatgarten. Wieder daheim. Ich habe jetzt gerade einen Sauerteig-Ansatz angestellt. Sauerteig-Anstellgut. Oder einfach nur Anstellgut genannt. Ist einfach bloß Roggenmehl mit ein wenig Wasser. Es bleibt über Nacht stehen. Und wieder ein wenig Mehl und Wasser dazu. Bleibt wieder stehen. Kommen wir Mehl, Wasser wieder stehen lassen. Mehl, Wasser stehen lassen. Und ja, dann irgendwann soll es langsam sauer riechen. Ich hätte mal in meinem alten Lehrbetrieb was holen können, wenn es gewesen wäre. Aber so geht's auch. Jo, ich bin gerade dabei. Ich habe gerade die Schweine unten gefüttert und ja, die Kleine. Da ist sie. Die hupft immer durch den Druck raus und dann fecht sie mit drauf. Wie so ein Hündler hinter mir her. Ja, es hat gerade wieder wegen des Ringer angefangen. Nicht arg, aber ein bisschen. Schauen wir mal. Ja, und die Futter da haben wir immer eingewacht. Haberflocken, das mag die, das schmeckt ihr lieber noch wie das normale Schrot. Und dazu gibt es dann immer noch ein wenig eingematschter Kartoffel oder in dem Fall das Orangadode, das war Süßkartoffel, die ich mir gekocht habe. Ich habe da nämlich Material gehabt und da war halt unter anderem Süßkartoffel dabei und ich mag es auch. Ja, und das futtert sie jetzt gerade. Ich habe auch gedacht, die war krank oder ist krank. Ihr seht schon hinten die eine Klaue. Tja, die bin ich immer wieder dabei zu spülen und ihr seht, das ist so leicht bläulich, das ist immer wieder Blauspray, halt früh zerletzt. Muss immer wieder gemacht werden, in der Hoffnung, dass es wieder verheilt. Das war ja richtig dick geschwollen, das ist ja schon viel besser als vorher. Aber ja, schauen wir halt einmal. Ja, es ist immer, wenn es auch durch den Drogen aushupft, da ist er wahrscheinlich einmal hängen geblieben oder was und hat sich dann die Handschicht außen abgerissen. Ja, und da wollen wir jetzt beim Diazon jetzt noch immer wieder weiter spülen, Kernseifenbad oder sowas. Ey, ihr Hühner! Und dann war das schon wieder. Ja, das machen wir halt jetzt. Die lässt sich auf jeden Fall gut gehen. Wachsen tut es auch zwar nicht, die anderen sind ja schon gut dreimal so groß wie sie, aber er hat gesagt, die ist gut genährt und das passt schon. Du sollst aufhören, du Krucken! Das gehört nicht dir! Gegela! Schleich dich! Die Paula ist auch mit, du hilfst auch mit. Probierst du schon wieder? Nein! Ja, ich muss die immer extra füttern, sonst gibt es keine Ruhe, die kommt immer mit drauf. Nachdem die Hühner immer draußen unterwegs sind und das Türlein ja unten offen ist, dann kommen sie da auch mit drauf. Und dann rennen die hinterher und dann will die natürlich auch ihrsch. Ja, aktuell ist der draußen, die anderen waren den ganzen Tag draußen, bis ja, vor 10 Minuten. Und jetzt habe ich das Feigelchen ein wenig ausgelassen. Gestern am 1. Mai am Tag der Arbeit habe ich den Stall unten komplett sauber gemacht, also die Schweine. Jetzt ist die Lore voll, das muss ich verfahren und dann kann ich noch den Hühnerstall hinten drin machen. Aber da war mein KL300 Nehmer und außerdem muss ich dann erst einmal mein Futterzeug holen. Ja, die Kisten seht ihr ja, sind leer. Da ist nichts mehr da. Muss ich wieder fahren, muss ich wieder holen. Und das war jetzt dann gleich machen. Aber
Ich konnte nicht, ich musste jetzt erst einmal jemanden füllen, weil sonst. Ja, die gibt keine Ruhe. Ja? Freilich, mach leer. Das ist einfach schön zu sehen. Sogar ich bin begeistert. Soweit ist auch fit. Was will man mehr? Passt doch. Ja. Jetzt hätte ich natürlich die Gelegenheit nutzen können, dass so langsam frisst und hätte ihr gleich noch das mit Fuß ein wenig spülen können, aber die will ja dann auch noch mal was. Die will ja oben das auch noch. Ja. So schaut das Ganze aus. Und da ist schon wieder die Frecher hin. Ja, und warum führe ich da immer in eine Schüssel extra? Ich meine, die ist jetzt auch deutlich kleiner wie die anderen und ja, in einem anderen Betrieb hätten sie die wahrscheinlich ja beseitigen oder extra zu anderer kleinen Rad zum Beispiel sperren, muss auch schon so, aber bei mir sind halt die anderen doch schon recht groß, die ich hier sehe. Wenn ich jetzt der Schüssel reinstellen tät, könnt ihr euch vorstellen, die anderen sieben, die halt gut genährt sind, fressen hier alles weg und lassen es auch nicht nach. Deswegen hier kriegt es einmal hier extra Ration. Ne? Gell? Ja. Ist schon leer, ne? Auch weh. Kriegst dann noch ein Abendessen. So, jetzt wird es aber runterlaufen, wie ich es erkenne. Ja, da war gestern noch was gelegen. Das ist nichts mehr. Komm. 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 Die Süßkartoffel. Soll ich da noch dran rumschmatzen, den Rest tun sich eh die Hühner. Immerhin jetzt frisst haben und holen irgendwas anderes. Das war ja. Puh, also mit der Glan haben wir schon weiglich Sorgen gemacht. Ich habe schon gedacht, am Montag war ich mit ihr beim Tierarzt drüben, dass das wahrscheinlich nichts mehr war. Tut. Weil der Fuß, der war schon richtig schlimm, der war kitzgelb und angeschwollen, der war gut dreimal so dick. Naja, und dann hat er gesagt, naja, also es hat sich alles so im Laufe des Sonntags hat sich so ergeben. Und dann habe ich am Montag den Termin ausgemacht. Naja, und dann hat er aber gemeint, nö, das war schon wieder. Das ist wie eine Nagelbettentzündung bei Menschen auch. Das passiert, kostet immer wieder bloß spülen und er hat halt was gegeben, das abschwillt. Schauen wir mal. Also die Kleiner. Die ist mir schon ans Herz gewachsen. Scheiße, wenn ich das so suche. Ja, wenn du da viel so groß ziehst, dann sollst du es später vielleicht irgendwann einmal essen. Also schauen wir mal. Schauen wir mal, wo es wird. Jetzt war ich. Ja. Jetzt war ich. Mag. Magst du noch eine normale Kartoffel? Kommen da noch welcher? Lass mal gucken. Hoppala. Ja, mal. Kartoffel? Oder magst du keine Kartoffel? Nee, Süßkartoffel ist besser, gell? Du bist frech. Ja, was du nicht magst, das holen sich dann die Hühner schon. Die sind auch begeistert. Du hast den ganzen Apfel geklaut, du! Krucken! Du! Es ist frech! Es ist schon dreist, was die da machen. Ja, na gut. So viel da dazu. Also die restlichen Schweine lagen jetzt gut. Wohl genährt. Gut wachsen, sag ich einmal. Das ist halt, wie gesagt, der kleine Nachzügler da. Jetzt ist er auch wieder wohlgenährt. Aber wachsen will es auch nicht, ne? Leichtgewichtler. Oh, das Bäuchler ist dick. Gut, ich werde jetzt nochmal schnell das Futter holen gehen. Die bringe ich wieder runter. Und ich denke, dann sehen wir uns da noch zum nächsten Verfahren. Ich habe das ja nicht gemacht, weil ich sie mit seinem Bekannten gefahren habe, aber jetzt will ich es wieder auf meinen eigenen Haufen vor der Wein. So kann ich ja mitnehmen. Wie gesagt, da mache ich jetzt keinen Schiss drum. Das soll sich ja nicht aufregen, wenn er unbedingt machen, dass ich es dort hinkippe, aber. Das ist jetzt vorübergehend und fertig ist die Sache. Aha, normale Äpfel mögen wir nicht, oder wie? Bist schon wählerisch.
So, Futter habe ich geholt. Auto ist voll. Freizeitkisten. Ja. Jetzt haben wir gut 300 bis 400 Kilo Futter sah, was ich jetzt habe. Es sind zwei Kisten dabei, die sind gerabbelt voll mit Erbsen. Das macht Gewicht. Also wie gesagt, 300 bis 400 Kilo können wir sah, ungelogen. Ja, wenn immer wieder Leute sagen, wo ist denn die Rechtfertigung, so ein großes Auto zu fahren? Der schluckt bloß unheimlich Sprit. Der ist ein Umweltsünder, der macht alles hin. Lohnt sich nicht. Fährt man nicht. Also denen kann man bloß alle sagen, ja, was ich da drin habe, das fahren wir mit öffentlicher Verkehrsmittel oder fahren wir mit einem kleinen Wagen. Also ich habe ja mal ein Smart gefahren. Was da hinten drin steht, kriege ich garantiert in keinen Smart rein. So viel ist sicher. Es ist zu schwer. Eine schöne Ladung, schön schwer. Und ja, es gibt immer wieder Leute, die sagen, das ist ein bloßer, blöder, großer, fetter Spritschleuder, die das nicht nachvollziehen können. Aber ja, ich habe ein Auto mit einer Ladefläche und die Ladefläche, die wird zweimal die Woche auf jeden Fall voll ausgenutzt. Also wenn das kein Rechtfertigungsgrund ist, das Auto zu fahren, dann weiß ich nicht. Und bei, ich sag's jetzt wie es ist, ich kann es auch nicht zusagen. Aktuell 12 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer. Ich fahre ja nur noch Kurzstrecken im Moment, ich fahre ja nichts Langstrecken. Bei 12 Liter Verbrauch und denen 3 Kilometer, die ich täglich auf die Arbeit fahre, ich glaube, da darf ich mir das erlauben. Ja, vorne rein, dann ist der Schnauze vom Auto aber platt. So. Nee. Bei dem, was ich fahre, darf ich mir das durchaus erlauben. Ich fahre ja nicht mit dem Auto da, der war es der Teufel, sondern ich danke dem Full und der Tankfüllung gelangt anderthalb bis zwei Monate im Schnitt. Also, wie gesagt, wenn dann die Leute Kopfschütteln oder sonst was, das ist mir ganz ehrlich scheißegal. Ich habe meine Rechtfertigung, das Auto zu fahren. Und ich brauche mich da auch nicht vor anderen rechtfertigen, warum ich das mache. Aber es ist einfach so. Muss einfach mal gesagt sein. Weil, ich sag, da gibt es immer wieder welche, die machen Scheißhaufen, warum fehlt mir sowas? Ich weiß schon, warum ich es fahre. Irgendwie, widerspür ich. Dachau, ne? Ja? Ja, ganz komischer Kennzeichen. Eieiei. Ich stehe mit dem Parkverbot. So. Und da sind wir auch schon wieder da. Jetzt heißt es Auto ausladen. Auto aufräumen. Bulldog raus. Nicht verfahren. Ey, geh weg davon. Oh, Chinesen. Lederhenner. Sag mal, sind die Hühner platt wie Delle? Das war eine Lendrofe-Schnelle. So gleich. Ja, ich fahre jetzt mein Mist noch weg, dass das gemacht ist. Und dann ist Feierabend. Dann werde ich halt ja, nicht mehr viel machen. Vielleicht, wenn ich ganz, ganz viel Lust habe, dass ich noch den Hühnerstall unten mitmache. Was ich nicht mehr. Schau mal, der Schweinestall ist wie gesagt sauber, Hühnerstall noch nicht, das muss noch gemacht werden, aber ja, wenn einmal die Lore frei ist, dann passt da wieder was drauf. Jo, ausladen. Gut.
Ihr erinnert euch noch an die Stelle hier hinten, wo ich mit der letzten Abend drüber gefahren bin, mit dem K15. Das ist ja jetzt schon wieder drei, vier Wochen her. Drei Wochen wird es da. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Oder wenn es zwei Wochen ist, ja wurscht. Auf jeden Fall schon eine Zeit lang her. Und das war ja ein Versuch, ob sie überhaupt funktioniert. Gedrastet. Gut, mal vor der Trockenheit abgesehen, wo halt nichts aufgegangen ist, aber es ist nicht weniger geworden, sagen wir es mal so. Das ist die Stelle. Da bin ich ja mit der Aden drüber und habe auch noch versucht, mal gucken, was passiert, weil das ja eh das Stück ist, wo ich immer mit dem Bulldog dann reinfahre. Ihr seht das schon. Ja, also, solange der Haufen da ist, ist halt einfach so. Da muss ich schon reinfahren, auch wenn das ein bisschen für Lust im Getrau ausmacht. Andererseits, so viel Getrau steht da oben an der Hecken ja innen, deswegen habe ich das so gewählt und deswegen habe ich vorher gesagt, ich soll es so machen. Ja, auf jeden Fall, das steht noch da, das mit der Adler funktioniert. Ja, das ist jetzt die Gaschen, die Sommergaschen, die Braugaschen, die wir angebaut haben. Ja, ihr seht schon, also oberflächlich ist schon wieder Staub drucken. Die Sicht macht schon wieder gar nichts mehr vom Wasser. Immerhin, wenn man jetzt einmal die oberste Schicht ein wenig wegmacht, dann hat man zumindest minimaler Feuchtigkeit im Boden. Es ist nicht ganz trocken, aber ja, es könnte mehr Wasser sein. Wie gesagt, das waren jetzt bislang 9 Liter. Es verliert noch einmal 10-mal so viel quasi. Aber wie gesagt, beschweren will ich mich nicht, jeder Tropfen zählt. Und vielleicht ziehe ich den Schilder herwärts. Vielleicht bringt es ja noch ein wenig an Regen mit. Schauen wir einfach einmal. Probieren wir mal. Ja, mit den Netzaden wollte ich euch drüber. Jetzt macht es natürlich keinen Sinn, solange es regnet. Weil wenn ich jetzt mit der Aden drüber fahre, ja, ich ziehe es raus und dann kriegt es Wasser und dann wurzelt es vielleicht doch wieder. Das müsste ich machen, wenn es trocken ist. Mal schauen. Ja, ich will jetzt nicht verschreien, dass ich es jetzt wieder nass holen will, weil das ist auch scheiße, aber wenn es wieder trocken wird, dann mache ich das auch mal machen. Vorher ist man noch nicht sonderlich begeistert, weil er gesagt hat, er weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert, nicht, dass man viel Schaden macht. Ich habe mir das Ganze als aber einmal gezeigt und dann habe ich gemacht, ja, schauen wir mal. Ja, wie gesagt, jetzt brauchen wir erst einmal noch Wasser, dass überhaupt was wächst, weil mit der Aden drin herumfahren, dann wächst damit gar nichts mehr. Sollten erst einmal mit dem Wurzeln. Ja, KL300 läuft noch, ihr seht's. Ist nicht so, dass er nichts mehr erbt, er erbt halt bloß weniger. Ist auch eine alte Style-Zeit, oder wie man das sagen muss. Der Bulldog, der hat ja in seinem Leben schon genug Stunden gemacht. Und ja, gut, der K15A, so ist es nicht. Aber ich nutze trotzdem gerne den K15, erstens weil er halt Kartoff drauf hat, also ein bisschen übersichtlicher. Und ja, ich komme schneller nach und dann an den Bulldog, aber das war's dann eigentlich auch schon mit den Vorteilen. Jo, da unten ist die Wiesen. Da wächst so, naja, könnte auch ein wenig mehr Wasser gebrauchen. Aber wie gesagt, ich will mich nicht beschweren, jeder Tropfen zählt. Wasser ist Wasser. Lieber ein bisschen was als gar nichts. Auch wenn das im Moment der Tropfen auf dem heißen Stein quasi ist. Mal sehen, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Jo, fahren wir wieder heimwärts. Aber damit der Bulldog was zu erben kriegt, werden wir mal hier unten rumführen. Ja, also wie ich schon gesagt habe, da unten steht halt nicht sonderlich viel. Es hat halt da an, was er gefällt. Also es steht auf jeden Fall was da. Aber ein erster Schritt lohnt sich auf jeden Fall noch nicht. Da ist keine Masse. Ja, wenn es jetzt noch ein paar Tage schön regnet, gerade Mai-Regen, dann könnte es noch ein richtig schöner erster Schnitt werden. Schauen wir mal. Also ich meine, ein bisschen Zeit hat es ja noch. Ich weiß ja, auf Mitte, Ende Mai werde ich mehr. Jedes Ziel, weil letztes Jahr habe ich die Erfahrung gemacht, wenn es erst Mitte Juni mehr ist und es kommt nichts mehr, dann kommt auch kein Schnitt mehr. Deswegen würde ich heute lieber ein wenig Ehre, weil es drüber keinen zweiten Schnitt haben. Ja, schauen wir mal. Also wenn die Masse da ist, dann wird gemäht, aber im Moment braucht man da drüben nicht mehr diskutieren. Also, das wenn ich jetzt abmähe, das gibt mir oben voll. Habe ich überspitzt gesagt. Gut, jo, dann
Ach ja, das könnte ein wenig. Schauen wir mal. Ja, der Hund ist nur über die Stelle. Jetzt bin ich da unten rumgefahren. Das ist noch das Stück an der Hecken, wo wir jetzt nicht wächst. Da habe ich ja letztes Jahr Dünger gefahren. Ja, es ist ein dünner Bestand. Aber mal gucken, vielleicht ein bisschen besser wie die letzten Jahre, weil doch einmal ein wenig Nährstoffe mit da sind. Wenn jetzt durch richtiger Wasser käme, da hätte es vielleicht tatsächlich einmal eine Chance zu wachsen, dass ich da auch ein wenig was in den Lungen kommt. Weil das Stück da unten, das war immer große Drucken. Und da ist auch auf dem Moos drin gewesen. Da bin ich auch mit der Netzabend irgendwie noch ein wenig rausgerupft. Und ich denke, das hat auch ganz klar ein bisschen gebracht. Ja, schauen wir mal. So, ich bin am überlegen, vielleicht nächstes Jahr herzugehen und sogar wegen Luzerne mit Neizersee noch zu sehen oder Sardauergrünland oder irgendwas. Mal schauen. Aber Versuch macht noch so einmal. Ich denke, es schaut besser aus als letztes Jahr. Probier mal. Ja, aber wenn du wieder bei mir bist, der Bulldog leider ein bisschen zu kurz kommt, aber der läuft und läuft und läuft und läuft. Der macht das, was er soll. Das letzte Mal im Einsatz war er ja quasi beim Abschleppen. Und seitdem dann wieder nimmer, war er bloß rumgestanden, gebe ich ja zu. Aber jetzt hat er mal wieder was zu da gekriegt. Und ja, ist ganz gut so. Er macht, was er soll, ab und an darf er dann was erben, dann wird er mal Zeit lang nicht. Ja, was auf aller Fall im Sommer jetzt dann wieder mehr, was der machen muss, weil der muss dann wenden, der muss dann wieder pressen. Das mache ich heute definitiv mit dem, denke ich.
bis vielleicht auf die Steilwiesen, die wo ich da habe, aber sonst war ich mit dem Pressen, ist, denke ich, leichter. Aber das macht er auf jeden Fall anstandslos. Und sonst, ja, Äpfel häufeln, Äpfelroden oder sowas, Äpfel hacken, da ist der dafür zuständig. Erstens mich an der Doppelkupplung und zweitens die schmälern Reifen. Aber er macht, was er soll, und das ist gut. Und wenn der Anne öfters dann vorkommt, das ist halt, ja, wie gesagt, denn die Alltagshure kennt man so, wie man so schön sagt. Der wird halt öfters benutzt und der halt eigentlich für die schweren Arbeiten hat ja mehr Leistung. Sonntagabend, kurz nach 8. Ja, will sich wundern, was da los ist. Also mir sind es nicht. Das ist die Stadt. Die macht ihr jährliche Spritzung durch einen Eichenprozessionsspinner. Ja, das wird ja kostenlos angeboten worden. Ja, die sind arm und hinterwärts Richtung Niesthaufen. Und jetzt sind sie auch da oben entlang. Sind also ein Wanderweg. Das ist auch öffentlicher Straße. Da gehen auch die rum. Aber ihr seht schon, denn ihr Gerät kommt nicht ein bisschen auf. Das Zeug, was die spritzen, ist biologisch. Ich weiß nicht genau, was für ein Mittel. Ich weiß bloß, dass es biologisch ist. Anders können sie das wahrscheinlich auch nicht so rechtfertigen, weil ich möchte wetten, die Anwohner, die werden dann ziemlich angepisst, wenn da irgendeine Chemie reingespritzt wird. Aber, ja. Stinken nutz. Riecht aber irgendwie so, ja, Apfelessig oder sowas. Eingemuffelt. Also voll neistellen möchte ich mich ehrlich gesagt nicht. Ja, die spritzen da jetzt ihre ganzen Barme oder besser gesagt unsere Barme da ab. Da waren sie heute den ganzen Tag schon unterwegs. Die haben ein kurzes Zeitfenster, glaube ich, vor 4 Wochen und da müssen sie alles machen im ganzen Landkreis oder im ganzen Stadtgebiet. Da ist ordentlich was zu tun. Ja, Dele ist gut. Madame ist angepisst. Emma? Alles gut? Ja. Die Sprüher. Ja, ich war heute unterwegs, mir mal ein Brot schießen. Cool, den kann ich später auch noch zeigen. Oder vielleicht dann morgen. Weil ich mache jetzt da fertig und dann will ich schauen, vielleicht noch einen Livestream rauszubringen. Mal gucken. Hallo, heute jetzt haben wir mittlerweile Montagabend. Ja, ich war heute noch mal mit der kleinen Sau beim Tierarzt. Sind wir gespritzt worden, ausgeschabt worden unten hier. Die Klaue. Ah ja. Schauen wir mal. Warte schon. So ist er ja fit und agil. Ja, zur aktuellen Klebebund verbund. Ja, kommt bloß besser, Mann. Willi, hör auf. Nein, jetzt ist gut. Ja, beim Überfahren hat es heute gerenkt. Waren heute noch 103 Liter, wo wir gehabt haben. Ja, und was soll ich sagen? Beim Überfahren vom Auto hat der Scheibenwischer auseinandergeflogen. Eine Halteklammer rausgebullert. Jetzt habe ich sie wieder zusammengebaut. Ist die 2 Tage gleich kaputt gegangen vom anderen Scheibenwischer. Oh, so ein Scheiß gelungen und das ist Bosch, der Scheibenwischer. Arm und Scheibenwischer. Graffel, kurz wegschmeißen. Dacht, alles, nichts mehr. Ich überlege, die alten von meinem Bulldog, die sind jetzt fast 50 Jahre alt und Grame. Naja. Gut, das haben wir auf alle Fälle. Ja, dann gibt es noch Neuigkeiten. Die Adele ist mal wieder bullig, die steht wieder hinten auf der Koppel. Muh, muh, muh. Also, es ist allerhöchste Eisenbahn, dass ich für sie jetzt jemanden dazu kriege, weil sonst glaube ich, drehe ich da auch durch. Ihr seht es glaube ich schon, im Moment bin ich ein bisschen genervt. Das ist, die Hunde haben mich jetzt geeicht, sind 3 Mal davor gelaufen. Beim Auto der Scheibenwischer auseinandergefallen, dann fliegst du den an zusammen, dann fällt der zweite auseinander. Dann schreit die Dude da vorne die Ohren voll. ich hab nichts gegen, aber wenn eh schon alles nicht passt und dann das noch da kostet er echt. Na. Naja, was soll's. Ja, sonst gibt's nichts Neues. Ich hab am Sonntag einen Stream gemacht, ich musste unten das Feld noch abstecken. Ja, wir haben jetzt gerade 11:30. Ne, 11:30. 10:30 abends man doch. Und ja, da gibt's auch schon wieder was Neues. Ich erbe morgen nämlich nicht von 7 Uhr bis um 4 Uhr. Nein, wir fangen morgen um 18 Uhr das Erben an und erben bis 0 Uhr nachts. Ja, Spezialding. Gucken wir mal. Bin ich gespannt. Naja, immer irgendwas irgendwo irgendwie zu machen. Ja.
Ich guck mal, was die Woche so ein wenig passiert. Feld muss auf jeden Fall abgesteckt werden, weil ich vielleicht morgen machen. Und ich muss gucken, dass ich vielleicht die Fräsen noch raus tue, weil gefräst werden muss ja auch für die Äpfel. Ja, Sauertag ist auch gesetzt. Den zeige ich euch aber in der Folge nicht. Den kann ich euch in der nächsten Folge dann zeigen. Mal gucken, ob der was wird. Blubbert oder sauer schmeckt der, ringt oder säuerlich. Ja, könnte passen. Schauen wir mal. Na gut. Das war's dann auf jeden Fall für dieses Video. Lang genug stehe ich einmal. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. Servus.